Herzlich willkommen, liebe Giga-Freunde, die interessiert sind an den neuesten technischen Errungenschaften in der ganzen PC-Welt. Dieses kleine Gerätchen habe ich ja seit ein paar Tagen zum Testen, das Alienware M18X. Das habt ihr schon ausführlich im Unboxing eben halt genießen können. Was jetzt da hinten klackert, ist noch ein Benchmark, was hier gerade durchläuft. Dazu aber später mehr zu den Leistungen des Gerätes. Dieses M18X, was ist das genau? Im Unboxing-Artikel steht das da schon drin. Es ist das Desktop-Replacement-gigantische Notebook von Alienware. 18 Zoll, das sieht man hier. Das ist ein 18 Zoll Display. Im Hintergrund seht ihr eben halt noch meinen eigenen Display. Der ist, ich glaube, 23 Zoll groß. Der ist schon uralt, deshalb weiß ich nicht mehr ganz genau, wie groß der eben halt ist. Aber ich kann ja mal zum Vergleich noch was anderes dahinter halten. Etwas ein ganz kleines Gerät. Sowas kennt ihr alle. Das ist ein Netbook. Und wenn man das einfach mal hier hinhält, dann sieht man, was für gigantische Ausmaße das M18X eben halt hat. Ja, wenn ich das mal so hervorhalte, ja, schon ziemlich klein und schnuckelig. Und dann hier nochmal zum Vergleich noch ein bisschen die Dicke. Gleich zeige ich das auch nochmal ein bisschen im Close-Up, aber dazu eben halt gleich ein bisschen mehr. Das M18X Gaming Notebook von Alienware, kein Notebook eigentlich mehr, sondern ein Desktop Replacement. Das bedeutet mehr oder weniger, dass ihr eure Tastatur, euer Display da hinten und euren Rechner, den ihr unter dem Schreibtisch habt oder gegebenenfalls auch auf dem Schreibtisch habt, eigentlich entsorgen könnt. Vorteil so einer Lösung ist, man kann das einfach zusammenklappen, wenn ihr mal den vollen Schreibtisch eben halt brauchen solltet. Einfach zusammenklappen und wegstellen. Ich versuche mal hier den Ton ein bisschen wegzumachen. Ein PC Mark 7 macht ab und zu noch mal ein bisschen Geräusche. Aber naja, nun gut, wir können es auch einfach abbrechen. So. Dann macht er eben halt keine Geräusche mehr. Wie gesagt, das kann man einfach wegräumen, unter euer Sofa schieben, in einen Schrank verstauen, wie auch immer. Dann habt ihr den kompletten Schreibtisch frei. Ich weiß, ihr habt schon sehr viele Kommentare in den Unboxing-Video hineingepostet von wegen, ja, was soll ich mit so einem gigantischen Notebook? Das wird doch ein ziemlich schwierig, das ging durch die Gegend zu tragen. Und einer meinte in der Community, glaube ich, auch noch, wo kriege ich eigentlich eine Notebooktasche dafür her? Notebooktasche ist kein Problem. Der Alienware bietet auf seiner Webseite in den ganzen Zubehörsortimenten auch noch einen Rucksack eben halt damit an. Man kann sich das noch ordern. Das würde natürlich den Preis noch ein bisschen weiter in die Höhe treiben. Apropos Preis. Diese Konfiguration, die ich hier eben halt gestellt bekommen habe von Alienware zum Testen, mit einem Intel Quad-Core-Prozessor Core i7 2720 Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz AMD ATI Radeon Crossfire Konfiguration. Da steckt eine Radeon HD 6970M drin. Das ganze Gerätchen noch mit 2500 GB Seagate XT Momentus, solchen Hybrid-Festplatten ausgestattet, kostet schlappe 3000 Euro. 3000 Euro ist schon sehr viel Holz. Einer in den Kommentaren meinte auch noch, für 3000 Euro könnte ich mir doch ein reines Desktop-PC eben halt zusammenbauen, ein Gaming-Desktop-PC zusammenbauen. Aber nun gut, wie gesagt, am Anfang schon gesagt, man kann es eben halt nicht wegräumen. Und zusätzlich muss man ja sagen, mit dem Gerätchen könnt ihr schon Leute beeindrucken. Auf einer LAN-Party zum Beispiel. Wenn ihr nur dieses Gerät hier unter den Arm geklemmt habt, das Netzteil ist natürlich auch ein bisschen groß, dann seid ihr wesentlich schneller mit dem Aufbau fertig und könnt sofort eben halt loszocken. Ein kleines Problemchen fällt hier schon optisch eben halt auf. Nicht die Beleuchtung. Die Beleuchtung könnt ihr selber konfigurieren oder eben halt auch komplett deaktivieren. Dafür hat Alienware eben halt noch eine kleine Software beigelegt. Ist, dass es relativ hoch ist. Wenn man jetzt spielen würde, dann wird das schon ein bisschen arg problematisch. Ich habe es ein bisschen ausprobiert, obwohl die Kanten, ja gut, hier ein bisschen abgerundet ist, liegt die Hand doch noch bei der WASD-Tastenkombination sehr weit oben. Es würde sich wahrscheinlich anbieten, dann doch noch eine externe Tastatur anzuschließen, um dann gemütlich
mit seiner gewohnten Tastatur immer zu spielen. An sich ist die Tastatur sehr schön, ist auch hintergrundbeleuchtet, es hat für ein Notebook eigentlich einen relativ guten Anschlag, fühlt sich sehr, sehr wertig immer halt alles an. Es hat so eine Art Soft-Touch-Oberfläche, naja, nicht Soft-Touch, zumindest ist das so leicht gummiert, so dass man eben halt auch noch Halt findet, um dann seine Kommandos auf der Tastatur präzise ausführen zu können. Ein Highlight ist an diesem Gerätchen noch, was kein anderes Notebook so an sich hat. Dieses gigantische 18 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920 mal 10,8, 12,8, müssen wir gleich nochmal nachgucken, schaue ich gleich nochmal nach, ist aber, dass ihr zum Beispiel, das ist meine kleine Xbox, HDMI angeschlossen. Ich kann es ja nochmal abkoppeln vom Strom. Hier ist das HDMI-Kabel, das da reingeht, rauskommt. Es ist gar nicht so einfach. Ja, so. Und jetzt einfach das HDMI-Kabel in den vorgesehenen HDMI-Input einstecken. Und ich hoffe, ich habe Stromlauf. Immer noch Stromlauf. Moment, es geht sofort los. Strom macht natürlich immer ein bisschen zicken. Das Stromkabel, der Stromkabel ist leider draußen. Kleine technische Probleme, das gibt es nun mal. Wir wollen ja den Live-Charakter von Giga ein bisschen beibehalten. Aber ist ja egal. So, jetzt sollte Strom dran sein. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann hört ihr, dass es eben halt hochfährt an die Xbox. Ich kann dann über Tastenkombination Funktion F8 umschalten. Müssen wir noch einen kleinen Augenblick warten und ihr seht, oh Wunder, Xbox samt Ton wird ausgegeben hier an das Alienware-Gerätchen. Wenn ihr jetzt denkt, dann könnte ich doch rein theoretisch damit aufzeichnen. Ah, der HDMI-Port wird nicht von Windows erkannt. Das bedeutet einzig allein, der schleift das Signal durch und gibt das an das Display eben halt weiter. Dadurch dafür eben halt diese Umschalteaktion. Ihr müsst dafür den Rechner nicht runterfahren. Also das heißt, ihr könnt bequem eigentlich euer Chatprogramm hinten im Hintergrund noch halten. Könnt dann immer wieder eben halt umschalten. So, HDMI in off. Plink ist der Windows-PC wieder sichtbar. Dieses kleine Gerätchen. Mehr Details von dem ganzen Gerät mache ich jetzt Fotos und hänge das in den Artikeln eben halt noch dran. Ist Fazit gesehen leistungsmäßig top, Hammer. Kann man nichts anderes sagen. Ich habe Dirt drauf gespielt, Dirt 3 läuft hervorragend in der höchsten Auflösung, in den höchsten Detailstufen. PC Mark 7, das ist dann natürlich das erste Gerät, das wir jetzt hier bei Giga eben halt getestet haben, bei Giga Tech getestet haben. Somit haben wir keine Vergleichswerte. Ich sag mal, es ist vollkommen ausreichend, um dann die nächsten 2, 3 Jahre zu spielen. Mein alter PC, den ich noch habe, ein alter Dell-Rechner, den ich mir damals zugelegt hatte, der hat eine SLI-Konfiguration und ja, der ist schon geschlagen worden von diesem kleinen Alienware Notebook. Wenn ihr es toppen wollt und das nötige Kleingeld habt, dann kann man es sich überlegen. Es ist kein Muss, dass man sich sowas anschaffen kann. Andere Firmen haben sicherlich auch adäquate Gaming-Laptops, Notebooks, Desktop-Replacement-Produkte im Sortiment. Es gibt zum Beispiel auch noch, was, welche Gaming-Notebook-Hersteller gibt es denn noch? Schenker gibt es zum Beispiel. Dann gibt es sicherlich auch noch Toshiba, Asus und so weiter und so fort. Die haben adäquate Geräte da. Alienware selber, wenn ihr auf die Marke mal steht,
Ja, und das ganze Schnickschnack hier, den ganzen Schnickschnack hier immer toll findet mit dieser beleuchteten Tastatur, die man farblich verändern kann, den Lautsprechern, die richtig Wumms machen, muss man schon sagen. Aber er hat ja auch ein großes Volumen, wo eben halt, sag ich mal, ein Resonanzkörper vorhanden ist, ist hervorragend. Akkulaufzeit muss man in Kauf nehmen, wenn man natürlich die interne Grafik einschaltet auf den Prozessor, dann ist die Akkulaufzeit bei angegeben sind, glaube ich, 6 Stunden. Wenn man normal arbeitet, runterdimmen des Displays und so weiter und so fort, dann schafft man das die sicherlich auch, wenn man damit zockt. Die Performance des Rechners fordert, dann werdet ihr diese 6 Stunden niemals erreichen. Ich habe da jetzt damit keinen Akkutest damit durchgeführt. Es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn ich denn hier sitzen würde, es sei denn, meine Katze würde dann hier mir ein bisschen Gesellschaft leisten. Es ist ein hervorragendes Gerät für jemanden, der das notwendige Kleingeld zur Verfügung hat. Wenn ihr mehr über das Alienware M18X erfahren wollt, dann geht einfach bei uns in den Artikel hinein, schaut euch die ganzen, die kleinen Benchmarks, die ich durchgeführt habe, mal genauer an, die Benchmark-Resultate. Das Fazit zu diesem Gerätchen ist nochmal wiederholt. Schönes Gerät, sehr schöne Lautsprecher drin, die Wumms machen, leistungsmäßig top, kann man nicht meckern. Größe des Gerätes sei dahingestellt. HDMI in, gute Idee, finde ich sehr schön, kann man dann auch als tragbares Display dann verwenden, wenn man zum Kumpel gehen will, zum Beispiel, und eine kleine Xbox-Session einlegen will und man nicht den Splitscreen verwenden will, dann kann man das eben halt auch noch mitnehmen. Im Grunde genommen, alles Weitere steht dazu bei uns auf giga.de.